Ich bin 35, ich bin promovierte Kunstgeschichtsingenieurin und ich habe einen Magister in Kulturwissenschaften. Außerdem studiere ich noch im 24. Semester Hinduistik im Nebenfach. Ja, angefangen hat das Ganze, als ich damals im alten Tiefland als Spargelstecherin mir so ein kleines Zubrot verdiente. Ich hatte damals einfach 2 bis 3 gut gewachsene Spargelstangen unterschlagen, aber eben völlig unabsichtlich. Als es dann schon 2 Wochen später fast 2 Kilo Spargel waren, die ich illegalerweise mit nach Hause brachte, da wurde mir klar, dass da was mit mir nicht stimmte. Denn ja, ich mag ja gar keinen Spargel. Britta G. leidet seit 13 Jahren unter Kleptomanie. Doch sie fand einen Weg, mit dieser Krankheit umzugehen und sich und andere glücklich zu machen. Ja, ich bin dann auch irgendwann von meinem damaligen Arbeitgeber mit 3,5 Kilo Spargel unterm Pullover erwischt worden. In meinem Kündigungsgespräch gab mir mein Chef dann zu verstehen, mal zu einem Psychologen zu gehen. Die Britta, die hat der kiloweise den Spargel geklaut. Ja, was soll jetzt sie da machen? Die klaut den Spargel und dann isst sie den nicht einmal. Die ist doch nicht ganz sauber. Die braucht Profis in der Hilfe. Das sage ich dir. Und das habe ich auch gesagt. Und dir sage ich es auch. Der Hubert Sensei habe ich es, glaube ich, auch gesagt. Und dir sage ich es auch. Und ja, mein Meerschwein habe ich es auch gesagt. Und diese schwere Wecker, Zeit hat Britta G. hinter sich gelassen. Ich habe es halt allen gesagt, die es haben wissen wollen. Als sie nach Jahren psychologischer Behandlung endlich wieder eine Stelle in einer Kunstgalerie in Berlin fand, erlebte sie einen Ausstellungsabend, der zunächst fatal endete. Plötzlich hatte ich ein Dutzend Brieftaschen und Geldbörsen in meinem Beutel. Ich war schockiert. Aber dann hatte ich die Idee meines Lebens. Ich rief nach und nach alle Besitzerinnen und Besitzer der Geldbörsen an und sagte ihnen, dass ich ihre Portemonnaies gefunden hätte. Die waren so glücklich, dass sie ihr Geld, ihre Kreditkarten, EC-Karten etc., Bahncard, alles wieder hatten, dass die mir auch noch einen Finderlohn zahlten und mir ewig dankbar waren. Sie lobten meinen guten Charakter und ja, also mir gab das ein positives Selbstgefühl. Und seitdem klaue ich den Leuten die Brieftaschen. Und einen Tag später, da mache ich sie glücklich.